Seit dem 20.02.2020 sind Elina E-Busse unterwegs. So habe ich euch vor ungefähr einem Jahr begrüßt in meiner ersten Doku. Bisher ist diese Doku mein meistgesehenes Video mit 1142 Aufrufen. Allerdings habe ich mich dort, wie ihr eben gemerkt habt, mit der Stimme etwas verstellt. Daher klang es ein wenig ASMR-mäßig. Im Nachhinein frage ich mich, warum ich das so gemacht habe. Aber ich habe den Fehler gefunden und es im nächsten Video gleich anders gemacht. Darum soll es in diesem Video aber hauptsächlich nicht gehen. Wir wollen nämlich in diesem Video auf ein Jahr mit den E-Bussen zurückblicken. Los geht's, Quellendokument in der Videobeschreibung. Vor einem Jahr, am 20.02.2020, ging es für mich und Bus- und Trainspotter Maurice auf den Betriebshof des Jena Nahverkehr. Wir durften bei der Premierfahrt dabei sein, da wir von den Stadtwerken auf Instagram bei einem Gewinnspiel mitgemacht haben und daraufhin eingeladen wurden. Dankeschön an die Stadtwerke an dieser Stelle. Der Nahverkehrsgeschäftsführer Andreas Möller fuhr uns vom Betriebshof in Burgau zum Westbahnhof, wo dann auch der erste E-Bus auf Linie ging. Ein Jahr später hat sich einiges getan. Wir wissen nun mehr, was die E-Busse können, was sie schaffen und was sie leisten. Also schauen wir uns das mal ein wenig genauer an. Mein persönlicher erster Eindruck war, mir gefallen die Fahrzeuge. Sie sind leise, angenehm und vor allem die Steckdosen an den Sitzplätzen haben mich überrascht. Noch am selben Abend nach der Eröffnung bin ich ein paar Mal die Linie auf und ab gefahren, da mir es wirklich Spaß gemacht hat, mit diesen zu fahren. Den Moment habe ich auch genutzt, um die Steckdosen zu testen. Fazit: Es ist auf einer Buslinie nicht besonders effektiv, da die Linie insgesamt nur 20 Minuten braucht, um einmal abgefahren zu werden. Allerdings hat das Laden gut funktioniert. Mein Handy wurde um etwa 20% auf der gesamten Fahrt aufgeladen. Ein paar Meinungen von Busfahrern über die Fahrweise konnte ich auch einsammeln. Sie berichten von einer guten Fahrweise und dass sich das Fahrzeug gut steuern lässt. Allerdings stört die neue Scheibe an der Fahrerkabine ein wenig, da dadurch der tote Winkel schlechter einzusehen ist. In einem OTZ-Artikel wurde darüber berichtet, dass die E-Busse die erste Winterzeit gut überstanden haben. Kommen wir also nun zur Umweltbilanz. Dies ist ja eigentlich der Hauptgrund, warum sich ein Nahverkehrsunternehmen Elektrofahrzeuge anschaffen will. Elektrofahrzeuge klingen erstmal sehr umweltfreundlich, denn es kommen ja keine Abgase aus dem Auspuff raus. Also passiert doch nichts, oder? Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Sagen wir mal, ein Nahverkehrsunternehmen besitzt mehrere Dieselbusse und will diese durch Elektrobusse ersetzen. Allerdings beziehen sie ihren Strom für die Elektrobusse aus dem deutschen Standardenergiemix. Dieser besteht momentan nur zur Hälfte aus erneuerbaren Energien. Der Rest wird aus konventionellen Energieträgern wie Kohle, Erdgas und Atom erzeugt. Somit wurden eigentlich wenig oder keine Emissionen eingespart. Die Emissionen wurden nur verlegt und nicht eingespart. Wie viel eingespart wird oder wie sinnvoll welche Variante ist, kann ich nicht genau sagen. Es ist nur ein kleines Beispiel, um euch die Thematik genauer zu erklären. Damit sich die Umstellung auf Elektrofahrzeuge umwelttechnisch wirklich lohnt, braucht man einen Energiemix, der zu 100% aus erneuerbaren Energien besteht. In einer Pressemitteilung erwähnen die Stadtwerke, dass sie selber einen Strommix aus 100% Ökostrom verwenden. Außerdem wird in dieser Pressemitteilung erklärt, wie viele Emissionen ein Elektrobus im Gegensatz zu einem Dieselbus ersetzt. In dieser Rechnung verbraucht ein Dieselbus, der 45.000 Kilometer im Jahr unterwegs ist, ca. 20.000 Liter Diesel. Pro Liter werden ca. 2,65 Kilogramm CO2 ausgestoßen. Das sind insgesamt 53.000 Kilogramm für einen Dieselbus.
Insgesamt können also im Fahreinsatz 53.000 Kilogramm pro Jahr eingespart werden, wenn man einen Dieselbus durch einen Elektrobus ersetzt. Das zweite Problem ist die Herstellung der Akkus. Für die Herstellung wird Kobalt benötigt. Etwa 27% der Kobaltförderung stammt aus der Demokratischen Republik Kongo. Hier wird der Rohstoff meistens unter schwierigen Arbeitsbedingungen gefördert. Das ist auch nicht das einzige Problem, was es bei der Herstellung der Akkus gibt. Zusätzlich erzeugt die Herstellung auch nochmal Emissionen durch die Förderung des Kobalts und des Transportes. Nun haben wir viele negative Aspekte im Thema Umweltbilanz gehört. Aber Entwarnung, so schlimm ist es nicht. Denn wenn das Fahrzeug mit 100% Ökostrom betrieben wird, rechnet sich die Umweltbilanz. Denn auch die Emission durch die Herstellung der Akkus wird irgendwann irrelevant sein, da es sich im Vergleich zu den Emissionen eines Verbrenners ab einem bestimmten Zeitpunkt lohnt. Das heißt, der Bus muss eine bestimmte Zeit genutzt werden, bis er weniger CO2 verbraucht als ein Verbrenner. Wie ich in der E-Bus-Doku vor einem Jahr erzählt habe, besitzt der E-Citaro des Jena-Nahverkehr den blauen Engel. Um diesen zu bekommen, müssen weitere Hürden überwunden werden, wie eine Begrenzung von verschiedenen Stoffen, eine Mindestlaufzeit und eine Geräuschemissionsgrenze. Hier ein kleiner Überblick. Link zu dieser Tabelle findet ihr in der Videobeschreibung. In meiner Insta-Story habe ich euch Anfang Februar gefragt, wie ihr die E-Busse findet und ob ihr mit ihnen zufrieden seid. 32 Leute haben abgestimmt, davon sind 27 von euch zufrieden und 5 unzufrieden. Ausgerechnet sind also etwa 84% zufrieden und 15% unzufrieden. Allerdings muss gesagt werden, dass die Umfrage nicht besonders repräsentativ ist, da jeder und jede abstimmen konnte und es nur eine kleine Anzahl an Leuten gab, die mitgemacht haben. Allgemein muss man aber sagen, dass ihr nach meinem Empfinden sehr zufrieden seid. Was ich von einigen am Anfang gehört habe, ist, dass es recht widersprüchlich ist, wenn ein Elektrobus eine dieselbetriebene Zusatzheizung besitzt. Das muss meiner Meinung nach jeder für sich entscheiden. Die E-Busse sind in Jena gut angekommen und haben sich im Fahrplanbetrieb gut erwiesen. Ich bin immer wieder gerne mit ihnen unterwegs. Allerdings gibt es im Thema Umwelt bei der Elektromobilität noch einige Probleme, die man aber lösen könnte. Es braucht vor allem die Politik, die zum Beispiel ein Lieferkettengesetz auf den Weg bringt, damit schlechte Arbeitsbedingungen bei der Produktion aufgezeigt werden. An sich ist es aber ein guter Schritt in die richtige Richtung, Elektromobilität zu fördern und sich andere Antriebsmethoden anzuschauen. Ein Jahr später könnte man also schon sagen, es hat sich gelohnt und die Elektrobusse sind in Jena gut angekommen. Wir sind nun am Ende des Videos angekommen oder wie ich vor einem Jahr gesagt habe, damit sage ich jetzt Tschüss. Hier in der Endcard findet ihr noch die E-Bus-Doku von vor einem Jahr.